Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir beginnen jetzt mit der Kundgebung. Ich lebe in Deutschland, aber ich habe eine Dolmetscher, das kann keine Missverständnis in meine Botschaft. Und ich bin dankbar, dass er ist da. So. Ladies and gentlemen, what we are talking today, 21st century challenge of Islam in Germany and Europe. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden heute über die Herausforderungen im 21. Jahrhundert, die Deutschland sich stellen muss, reden im Islam. I am not the man who only talking about those dangers. I live with my own life in these dangers and I run away from my own country. Ich stehe hier nicht als Theoretiker, der nicht weiß, wovon er spricht. Ich habe in einem dieser Länder gelebt und ich muss aus meinem eigenen Land fliehen. Islam is growing very high speed in England, in United States and in Europe. Der Islam wächst mit einer sehr hohen Geschwindigkeit in Großbritannien, in den Staaten und auch hier in Europa. Maybe you heard about Salafists. Vielleicht habt ihr von den Salafisten gehört. They are very active in Germany. Die sind in Deutschland sehr aktiv. They are selling even Koran kostenlos. Sie haben kostenlos Korane verteilt. At very high speed. Und das sehr schnell. Many Germans follow the Islam and the Sharia. Und viele Deutsche folgen heute dem Islam und der Scharia. Salafis is talking about if German society want or do not want, we will take over this society. Die Salafisten sagen, egal ob die Deutschen es wollen oder nicht, wir werden diese Gesellschaft übernehmen. Today all together we have 50 million Muslims. Heute leben 15 Millionen Muslims in Deutschland. 50 million. 50? Yes. 50 million Muslims. We're in Germany. All Europe. In Europe, also in Europa leben 50 Millionen Muslims. I give you one example of England. Ich möchte ein Beispiel aus England erzählen. England was sleeping very deeply. And now they wake up when about third generation of Islam is in England actually. England hat sehr tief und sehr lange geschlafen und jetzt wachen sie im Schlaf auf, bedroht oder konfrontiert mit einer dritten Generation Moslems, die in dem Land aufgewachsen sind. Third generation of Muslim in England. They are very intelligent people. They are student, professor, they are in parliament. But even in the survey in England, they say, we want to rid of democracy. Und diese drei Generationen in England sind sehr intelligent, sie sind studiert, sie sind Professoren, sie sind intelligente Menschen, die viel Einfluss haben, sie sitzen im Parlament und fordern jetzt, die Demokratie abzuschaffen. And they say very clear voice, that Islam is the only solution for the Europe. Und sie sagen mit sehr klarer Stimme, dass der Islam die einzige Lösung für Europa ist. Many people in Germany do not know the tragedy of Islam. Viele Menschen in Deutschland und in Europa kennen die Strategie des Islams nicht. They do not know how Islam take society over. Sie wissen nicht, wie der Islam Gesellschaften übernimmt. They do not know the Muhammad life and how he by history taken one nation by one nation actually. Sie wissen nicht, wie Mohammed gelebt hat und wie er eine Nation nach der anderen übernommen hat. When in future Islam grow in Germany. Wenn der Islam in der Zukunft in Deutschland wachsen wird.
For example, in England. Als Beispiel in England. England is divided now city by city, town by town. England ist jetzt geteilt, Stadt und Städte, und Städte sind geteilt in die Moslems und die Demokratie. Das ist die Sharia Zone. Also die Sharia Zone. Und das ist die Democracy Zone. Und die Demokratie Zone. They are in the Parliament. Sie sitzen im Parlament. And they're talking in the clear voice now that we by all means want to have Islamic Sharia. Und sie sagt mit klarer Stimme, dass sie jetzt Sharia wollen. Now there is about 45% Salafists here in Germany, and they are giving in mosque a poison teaching to the children actually. In Deutschland leben sehr viele Salafisten, mehr als 45% von den Moslems, und sie geben eine giftige Lehre an die Kinder in den Moscheen weiter. German people don't know what going on underground actually. Die Deutschen wissen nicht, was dort drinnen, was im Untergrund vorgeht. But I like to explain you so you have little bit idea what going on in Germany actually. Aber ich möchte euch heute erklären, ich möchte euch zeigen, was dort vorgeht, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt. Germany is allowed to build mosque like a world master. Yes. In Deutschland ist es erlaubt, Moscheen zu bauen wie Weltmeister. Church are silent and empty. Die Kirchen sind still und leer. But we do not know that in mosque what going on actually. Und wir wissen nicht, was in den Moscheen vorgeht. This German, this Muslim children which are converted Muslim or Muslim children, they are learning a brainwashing, and they are learning that they should not live or have something to do with Jewish or Christian people actually. Und diese Kinder, egal ob sie Konvertitenkinder sind oder gebürtige Moslems, lernen in Moscheen, dass sie nichts zu tun haben sollten mit Christen oder Juden. I had even 15 years ago, when I was helping Muslim children, I got a shock information that 10, 11 year old child say, Jewish are monkey and pox. 15 Jahren, als ich noch mit islamischen Kindern zusammengearbeitet habe, wurde ich geschockt von einer Aussage, die 10-Jährige mir gegenbrachten. Die sagten, Juden, das sind Affen. I asked them, how you know? Woher wollt ihr das wissen, habe ich gefragt. They say, our elder are teaching this thing actually. Und die sagten, unser Ältester lehrt uns das. Yes. So when you teach your children, what kind of children will be when they grow in this society actually? So wenn die Kinder so gelehrt werden, was wird aus ihnen, wenn sie erstmal aufwachsen in dieser Gesellschaft? They will be a terrible example. They will be hate Christian and Jewish, and they will do anything to bring their narrow and sick ideology front actually. Sie werden zu Menschen, die als ein schlechtes Beispiel gewertet werden können. Sie werden zu gewalttätigen Menschen. Sie werden alles tun, um ihre kranke Geschichte, ihren Islam, ihren Koran in Deutschland zu verbreiten. Question is, where coming all this teaching without compromise actually? Die Frage ist, wie kommt diese Lehre ohne Widerspruch hier nach Deutschland? Who is responsible to give such a violent, narrow teachings to the Muslim children actually? Wer ist dafür verantwortlich, dass diese Lehre auf diese Art und Weise hier nach Deutschland kommt und hier in Deutschland gelehrt wird? Muslims see a Muhammad was a perfect man, but Muhammad was the one who laid the foundation for the terrorists actually. Die Moslems denken, dass Mohammed der perfekte Mann war. Aber Mohammed war der, der die Grundlage gelegt hat für den modernen Terrorismus. He said very clear,
voices. That's why we have a lot of terrorists. We have many problems in European society actually. Er hat das mit sehr klarer Stimme geäußert und das ist der Grund für die vielen Probleme mit Terroristen und Gewalttätern, die wir auf der ganzen Welt haben. Muhammad and in the Quran say Muhammad, when one man do not follow Islam, my war and my fight will be continue until he become a member and Mitglied of Islam actually. Im Koran sagt Mohammed, dass sein heiliger Krieg so lange weitergehen wird, bis auch der letzte Mann in dem Land, das er, mit dem er Krieg führt, endlich konvertiert. So when he gave very clear voice this message to his people and he says, when you are in one country and you are too less and Minahite, you just compromise with the society. Mohammed hat den Moslems sehr klare Regeln mitgegeben. Er sagte, wenn ihr in ein fremdes Land kommt und ihr seid in der Minderheit, dann werdet oder geht alle Kompromisse ein. But when you are increasing and becoming a majority, you demand your Sharia and God statt. Aber wenn die Zeit gekommen ist und ihr seid in der Mehrheit, dann hört auf damit und verlangt die Scharia und errichtet einen Gottesstaat. These problems in Germany, maybe it is a begin. But if we will not do anything, time is come in future, like in England, you will be too weak to solve this problem. Und hier in Deutschland mag das Problem nicht so groß sein, aber in der nahen Zukunft wird es kommen, dann werden wir Probleme bekommen und wir sind dann zu schwach, das Problem zu lösen. Many people says, even Muslim community says, and also German political say, Islam belong to Germany. In Deutschland, da sagen die Christen, die islamischen Gemeinschaften, sogar die Politiker, dass der Islam zu Deutschland gehört. I wonder and ask myself, if they have any idea about history, how Islam is taking over the society. Ich frage mich, ob diese Menschen eine Idee oder eine Vorstellung davon haben, was in der Geschichte passiert ist und was alles passieren kann. If they have any idea that Sharia law, 377 law of Islam, not one can adjust with our democracy. Ich frage mich, ob sie eine Vorstellung davon haben, dass die 377 Gesetze der Scharia nicht im geringsten mit den Gesetzen unserer modernen Demokratie harmonieren. Look, all these converted Muslims, many of them, they are in Syria and in the name of God, they are in holy war. Ein Beispiel. Viele der Konvertierten oder einige von ihnen sind heute in Syrien und kämpfen im Namen Allahs in den Heiligen Krieg mit. Maybe you heard in one or two weeks ago, very clear voice they say, when we come, they wanna take, they will make terrorizing and even this atomic plan actually. Vielleicht habt ihr es gehört, vor ein, zwei Wochen kam zu Nachrichten, da hat ein Dschihadist, ein Deutscher, der in Syrien kämpft, sagt, oder aufgerufen, einen Militärstützpunkt, der ist in der Nähe von Düsseldorf, der Vogelhorst in Brüssel, Brusel heißt das Ding, da liegen mehrere Atombomben und er hat gesagt, komm, wir gehen dahin, wir klauen die Dinge und dann jagen wir die überall in Deutschland in die Luft.